große Panik gerade überall auf der Welt wegen eines Virus, nämlich wegen des Coronavirus. Ich habe darüber auch auf dem Kanal Mr. Wissen to Go Show ein Video gemacht, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Viele Menschen fragen sich, muss ich jetzt Angst haben? Werde ich krank? Könnte es mich erwischen, dass ich eine tödliche Krankheit bekomme? Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt uns, dass diese Reaktionen und auch die Verhaltensweisen gar nichts Neues sind. In diesem Video hier schauen wir uns zusammen einige der bekanntesten Epidemien der Geschichte an. Es geht dabei nicht unbedingt um einen qualitativen Vergleich von Krankheiten, sondern darum zu erkennen, wie Gesellschaften bei einer solchen Bedrohung reagieren. Los geht's! Im Laufe der Geschichte gab es viele Epidemien und Pandemien. Im Rahmen einer Epidemie tritt eine Krankheit in einem eingrenzbaren Zeitraum an einem eingrenzbaren Ort auf. Eine Pandemie dagegen ist eine Epidemie, die nicht örtlich begrenzt ist und sich sogar auf verschiedenen Kontinenten gleichzeitig ausbreiten kann. Wenn wir heute in die geschichtlichen Aufzeichnungen schauen, ist es oft nicht leicht zu entscheiden, ob wir es mit einer Epidemie oder mit einer Pandemie zu tun haben. Das liegt ganz einfach daran, dass die Krankheiten ja nicht bekannt waren. Es gab keine klare Diagnostik. So wurden nur die Symptome geschildert. Ob es sich wirklich um die gleiche Krankheit an verschiedenen Orten der Welt gehandelt hat, lässt sich daher nicht immer zweifelsfrei sagen. Das gilt wohl auch für die bekannteste Seuche, die Pest. Die Pest selbst tauchte schon sehr früh, zum Beispiel in Ostasien, auf. Die erste große Welle brachte vielen Menschen den Tod. Es war die Pest des Justinian. Justinian war der oströmische Kaiser, der im 6. Jahrhundert gelebt hat. Und die Pest machte auch nicht vor dem Kaiser Halt. Auch er erkrankte an der Seuche. Die Pest zeigte sich vor allem auf zwei Arten. Bei schmerzhaften Ausschlägen an den Achseln sprechen die Mediziner von der Beulenpest. Bei der Lungenpest kommt es zu einer Lungenentzündung mit hohem Fieber. Einen großen Einschnitt in der Geschichte in Europa bildete aber die Pestwelle zwischen 1347 und 1352. Sie ist vielen als der Schwarze Tod bekannt, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der Name kommt von den schwarz-bläulichen Ausschlägen der Beulenpest. Wie viele Menschen damals an der Pest gestorben sind, das lässt sich nicht genau sagen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Krankheit rund einem Drittel der Europäer das Leben gekostet hat. Ein Drittel der Menschen sollen damals gestorben sein. Ausgangspunkt der Seuche war damals im Jahr 1347 die heutige Krim. Von dort aus brachten Seefahrer den Erreger samt ihrer Wirte, den Ratten, in die Hafenstädte Europas, von wo sie sich dann über den ganzen Kontinent ausgebreitet haben. Im Gegensatz zu heute wussten die Menschen aber nicht, dass Bakterien für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich gewesen sind. In ihrem Weltbild waren Krankheiten Zeichen Gottes. Und bei diesem Ansatz finden sich schnell Gründe für die Seuche. Von der sündhaften Gesellschaft bis hin zu ungünstigen Planetenkonstellationen. Naja, dass die Planeten an allem schuld sind, das ist aus heutiger Sicht natürlich Unsinn. Aber den Planeten ist es egal, ob sie schuld sein sollen oder nicht. Gefährlich wird es, wenn Menschen oder Menschengruppen schuld sein sollen. Und genau das passierte im 14. Jahrhundert. Man machte die Juden für das Unglück verantwortlich. Gerüchte über Brunnenvergiftungen kursieren und es kommt zu Pogromen. Die sogenannten Pestpogrome und der Antijudaismus sind aber eine eigene, komplizierte Geschichte, über die wir an anderer Stelle dann nochmal sprechen. Weil die Ursache nicht klar ist, entwickelten sich überall in Europa verschiedene Strategien, wie die Seuchen eingedämmt werden konnten. Die Ärzte der Zeit versuchten zum Beispiel, giftige Gase zu vermeiden und reinigten betroffene Räume mit Holzfeuern. Sie rieben sich Hände und Gesicht mit Essigwasser ein. Das war ihre Idee der Desinfektion. Manche Städte führten beispielsweise Quarantänen ein. Hafenstädte wie Venedig oder Genua verhängten teilweise Hafensperren. Kam zum Beispiel im Jahr 1377 eine aus einem Pestort stammende Schiffsbesatzung in Ragusa, dem heutigen Dubrovnik, an, wurden sie für 30 Tage isoliert. In den folgenden Jahrhunderten brach die Pest in Europa immer wieder aus. Die Erkrankung existiert übrigens auch heute noch. Vor einigen Jahren gab es Pestfälle auf Madagaskar. Aber die Pest war natürlich nicht die einzige große Seuche in der Geschichte der Menschheit. Wir finden Hinweise auf andere Epidemien in der frühen Neuzeit. Nicht nur die Pest bedrohte die Menschen. Seuchen tauchen auch im Zusammenhang mit Krieg oder Urbanisierung, also Verstädterung, auf. Sie betrafen in vielen Fällen alle gesellschaftlichen Schichten und stellten die damalige Medizin, Politik und Gesellschaft vor eine riesige Herausforderung. So auch die hoch ansteckende Pockenerkrankung.
Sie galt lange Zeit als Erkrankung mit einer hohen Todesrate. Was die Menschen damals nicht wussten, der Auslöser ist ein kleiner viraler Erreger. Aufgrund des Ausschlags an den Hand- und Fußflächen nannte man die Krankheit auch Blattern. Besonders verheerend wüteten die Pocken im 16. Jahrhundert in Amerika. Die europäischen Kolonialisten haben die Krankheit eingeschleppt. Das hatte tödliche Folgen für die lokale Bevölkerung. Die kannte die Pocken bis dahin gar nicht. So starben die indigenen Ureinwohner auf dem heutigen Haiti, die Taino, infolge einer Pockenepidemie beinahe vollständig aus. Auch die Azteken und Inka und weitere nordamerikanische Ureinwohner litten unter den eingeschleppten Pocken. Bis in das 19. Jahrhundert hinein waren Pocken vor allem eine Kinderkrankheit. In Europa gilt das 18. Jahrhundert als Höhepunkt der Erkrankung. Lange konnten die Zeitgenossen ihr wenig entgegensetzen. Um die Ausbreitung einzudämmen, gründeten die Menschen ab dem 16. Jahrhundert Blatternhäuser, also isolierte Stationen für die Erkrankten. Erste Impfversuche gab es dann ab der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die waren allerdings nicht ungefährlich, weil die Menschen mit, so die Hoffnung, leicht verlaufenden Pocken angesteckt wurden. Später entwickelte die Medizin eine sichere Methode. Debatten um die Impfung gab es übrigens damals auch schon. Eine Impfung sei zu teuer und überhaupt würde man dadurch in die Pläne Gottes eingreifen. Aus heutiger Sicht klingt das ein bisschen absurd. Im deutschsprachigen Raum kam es letztmalig 1871 bis 1873 zu einer großen Pockenepidemie, an der vor allem Menschen im heutigen Norddeutschland gestorben sind. Seit 1980 gelten Pocken als ausgerottet. Die jetzt folgende Erkrankung gilt als Mutter der Pandemien. Ich spreche von der spanischen Grippe. Die Krankheitswelle ist hier bei uns weit weniger bekannt als die Pestwelle des Mittelalters. Was ist denn damals genau passiert? Die spanische Grippe ist eine gefährliche Form der Influenza. Sie brach zwischen 1918 und 1920 aus. Hinter der spanischen Grippe verbarg sich eine gefährliche Veränderung des gewöhnlichen Grippevirus. Deshalb war diese Krankheitswelle auch so tödlich. Auch im Falle der spanischen Grippe lassen sich heute keine genauen Opferzahlen nennen. Aber allein im Deutschen Reich starben 300.000 Menschen an der spanischen Grippe. Na, zur Relation, damals hatte das Reich ca. 60 Millionen Einwohner. Die spanische Grippe zeichnet sich durch zwei unangenehme Eigenschaften aus. Erstens die Schnelligkeit, mit der sie sich innerhalb weniger Jahre auf der Welt ausbreitete, und die extrem hohe Zahl an Toten, zwischen 20 und 100 Millionen Opfer. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass andere Krankheitswellen die Erinnerung an die spanische Grippe verblassen lassen. Die alljährlich kollektive Grippeangst, wie wir sie mittlerweile haben, entwickelte sich erst in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten. In der Geschichte gab es noch viel mehr Epidemien, die teilweise sehr lange wüteten. Aus Zeitgründen nenne ich euch jetzt aber nur ein paar Stichworte wie Tuberkulose, Fleckfieber, Cholera, AIDS und zuletzt SARS mit einem ähnlichen Erreger wie jetzt bei Corona. Epidemien oder sogar Pandemien sind historisch nichts Neues. Nur die Art und Weise, mit ihnen umzugehen, die ändert sich über die Jahrhunderte. Jetzt haben wir den Coronavirus und, man muss dazu sagen, es wird nicht die letzte Krankheit sein, die sich um die Welt bewegt. Ich würde gerne mal von euch wissen, wie findet ihr denn die Berichterstattung über das Coronavirus? Habt ihr Angst aufgrund dieser Berichterstattung oder sagt ihr, nee, das ist ganz okay? Und haben wir ein gutes Krisenmanagement? Gibt es sonst irgendwas, bei dem ihr sagt, das sollte man auf jeden Fall machen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst uns darüber so ein kleines bisschen diskutieren. Und hier neben mir findet ihr das vorhin schon angesprochene Video von mir über das Coronavirus. Und direkt darunter gibt es noch was von den Kollegen von Funk. Schaut da auch gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.